alles über den Druck vor dem Rennen. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch bitte gleich mal, was den Fahrern jetzt gerade in diesen Momenten durch den Kopf geht. Ich denke mal, sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Hamilton, Max Verstappen und Perez. Ricciardo, Massa, Grosjean und Nico Hülkenberg. Ocon, Sainz Junior, Kevin Magnussen und Kvyat. Palmer, Alonso, Lance Stroll und Stoffel van Dorn. Wehrlein und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Thank you.
vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Das Boxenstoppfenster ist offen. Durch. Muss das jetzt noch?
bis ins Ziel schaffen. Zu Bourgeon. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 18,0 Sekunden. Thank you.
Das heißt, unsere Benzinlast ist zu groß. Zum Hintermann beträgt 2,7 Sekunden. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Unsere Benzinlast ist etwas höher als geplant. Wir haben Sprit zum Verheizen übrig.
zum Führenden beträgt 23,7 Sekunden. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Das Team aus Maranello hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Mein Fahrer des Tages war Nico Hülkenberg. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.